Es hat mich immer schon fasziniert, also mir ist immer schon heiß geworden, wenn ich Leute auf der Bühne gesehen habe und auch eben beim Malen. Das hat mir immer schon gefallen, dieses cremige, saftige Gefühl. Und ich habe dann auf der Fachhochschule, wo ich studiert habe, ich glaube 2007 oder 2008, ein Seminar gemacht beim Herbert Jascher. Da ging es um Kunsttherapie. Da habe ich dann angefangen, auf größeren Formaten zu malen. Das habe ich dann immer weiterentwickelt und es ist dann von dem eigentlich therapeutischen Ansatz, hat sich das verselbstständigt und ich habe mehr einen künstlerischen Ansatz, wobei man kann das jetzt eh nicht so, also es ist immer die Frage, wo ist dann die Grenze zwischen Kunsttherapie und Kunst, so. Aber es hat sich auf jeden Fall verselbstständigt und entwickelt. Überall, also von Begegnungen mit Menschen, berührt werden, Sonnenuntergänge betrachten, Farben sehen, Gefühle ausdrücken, aber auch in die Stille gehen und zu schauen, was ist da ganz tief in mir drinnen. Ich habe mal in der Villa Wertheimstein habe ich mal ein Event gemacht. Das war ein Tag allerdings nur. Da habe ich Bilder gehängt und gesungen und es gab noch einen Kollegen, der seine Skulpturen ausgestellt hat. Und sonst habe ich in kleinen Kaffeehäusern in Wien ausgestellt. Aber das hier ist meine erste Ausstellung in einer richtigen Galerie. Also es waren so mit Kommen und Gehen, also wir haben so eine Art Open House gemacht, weil ja gerade diese Pandemie ist. Das heißt, wir hatten keinen Fixtermin, sondern wir haben einen Zeitraum angegeben. Und mit Kommen und Gehen waren so zwischen 50 und 70 Personen da. Und es war sehr schön für mich, dass die Menschen sich die Gemälde angeschaut haben und sich so berühren haben lassen davon. Und auch gesagt haben, also sie schauen die Gemälde anders an, wenn sie wissen, dass ich auch Musikerin bin. Also das ist wichtig, dass ich das dazu sage. Und sie haben auch gesagt, das hat ihnen gefallen, dass es halt so ein Event war, wo es Musik und Bilder gegeben hat. Und es ist auch oft die Rückmeldung gekommen, je länger man die Bilder anschaut, desto mehr spürt man und desto mehr kann man sich vertiefen. Die Ausstellung geht noch bis 1.4. und dann kann man sie halt nur online anschauen, die Bilder wieder. Oder aber man kann mich auch im Atelier besuchen. Also ich habe das Atelier im Burgenland und ihr seid jederzeit willkommen, vorbeizuschauen. Nehmt einfach Kontakt auf mit mir unter zuhause@flickentanz.at. Das ist meine E-Mail-Adresse und da könnt ihr mich besuchen kommen und die Bilder im Atelier anschauen.